Bis 2005 hatte unsere Ordensgemeinschaft ein Kloster in Biberach an der Riß in Oberschwaben. In diesem Kloster gab es auch eine Werkstatt. Manche Mitbrüder waren handwerklich fähig und taten das auch gerne. Der Mittelpunkt dieser Werkstatt war eine Hobelbank. Daran sah man, dass sie viel benutzt worden war. Diese Hobelbank haben wir bei unserem Umzug nicht einfach entsorgt. Wir benutzen diese noch heute, aber ganz anders. Hier sehen Sie diese Hobelbank. Sie ist zum Tisch geworden in einem umgebauten alten Pfarrhaus. In diesem früheren Pfarrhaus gibt es in dem Seelsorgetreff zum guten Engel ein Werkstattzimmer. Dieser Raum ist ein Gesprächszimmer für Seelsorgsgespräche und als Mittelpunkt eben diese Hobelbank. So wird an der Hobelbank wieder gearbeitet. Anders allerdings. Da wird nicht mehr Holz gehobelt, bearbeitet, Gedanken werden bearbeitet, Projekte besprochen und diskutiert. Gottesbilder werden gerade gerückt, Ecken und Kanten in Lebensgeschichten von Menschen geschliffen, griffiger gemacht. Es wird ganz anders gehobelt an dieser Hobelbank. Haben Sie auch so eine Art Hobelbank irgendwo bei sich in der Pfarrgemeinde oder bei Freunden? Einen gesegneten Tag, Ihr Pater Alfred Tönnies.